Ganz herzlich willkommen zur zweiten Runde heute Abend. Nach diesem sehr lebhaften und einen interessanten Auftakt ist es, glaube ich, kein Wagnis, Ihnen zu versprechen, dass es nochmal sehr interessant weitergehen wird. Dafür bürgen schon unsere Gäste auf dem Podium, die ich Ihnen gerne kurz vorstellen möchte, kurz, weil Sie als Person des öffentlichen Lebens doch einschlägig bekannt sind. Ich beginne hier mit der Reihenfolge auf dem Podium mit meinem Nachbarn zur Rechten. Den kann man eigentlich gar nicht kennen, wenn man sich für internationale Politik interessiert. Und zwar nicht nur, weil Anders Fogh Rasmussen zwischen 2009 und 2014 NATO-Generalsekretär war, sondern weil er schon davor eine doch sehr bemerkenswerte Rolle in der europäischen Politik gespielt hat, als ehemaliger Premierminister des Königreichs Dänemark von 2001 bis 2009. Und ich würde Sie, Herr Rasmussen, auch heute Abend auf dem Podium sehr gern auch in dieser Eigenschaft sozusagen befragen, als jemand, der die europäische Politik von innen kennt. Herzlich willkommen hier auf unserem Podium. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Die nächste im Bunde, Franziska Brandner. Sie ist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags in der Fraktion der Grünen Bündnis 90. Sie ist unter anderem Vorsitzende des Untersuchungsausschusses für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln und war zuvor 4 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, bringt also auch schon sehr viel außen- und europapolitische Erfahrung mit. Herzlich willkommen, Franziska. Und last not least, schon fast ein Stammgast auf unserer außenpolitischen Jahrestagung, einer der führenden, ich würde sagen, führenden außenpolitischen Köpfe in Frankreich. Er ist zurzeit Vorsitzender des Internationalen Instituts für strategische Studien in London, leitet den Stiftungsrat des Geneva Center for Security Policy und ist Berater für die Stiftung für strategische Studien in Paris und hat zuvor eine Karriere im französischen diplomatischen Dienst absolviert. Vielen Dank, François, dass Sie uns wieder die Ehre geben und herzlich willkommen in Berlin. Mit Charles Kupchan hat in seiner fand ich sehr kraftvollen Rede den Ton gesetzt, sozusagen den Slogan vorgegeben, hold on, also gebt die USA nicht auf, bemüht euch, soweit das möglich ist, um Zusammenarbeit, auch mit der jetzigen Administration, und haltet die Stellung. Also Europa als Stabilitätsanker der liberalen internationalen Ordnung und als Führungsmacht des Westens. Das ist eine völlig neue Denkfigur, ja, Europa als Führungsmacht des Westens und als ein aktiver globaler Player. Und ich würde gerne unser Gespräch hier auf dem Podium vor allem auf diese Frage konzentrieren und mit der sehr einfachen Frage anfangen: Wollen wir das? Können wir das? Und was müssen wir tun, um dazu fähig zu sein? Und dann gehen wir mal in die Einzelheiten. Aber machen wir erstmal eine kurze Runde dazu. Ich würde Sie wirklich bitten, mal aus der Hüfte zu sagen, was ist Europa dazu fähig und was müssten wir tun, um diese Rolle spielen zu können? Wollen Sie anfangen?
First of all, thank you very much for inviting me. It's a great pleasure for me to discuss the issue, the liberal world order, the more because in September last year I published a book called The Will to Lead, in which I describe the liberal world order that was created by President Truman in the wake of the Second World War. And I make the case that we really need a determined American global leadership to uphold and further develop that liberal world order. I also sent my book to President Obama, Secretary Clinton, and the candidate Trump. I got two answers. I got positive replies from President Obama and Secretary Clinton. I haven't heard from Trump, which I unfortunately think is illustrative of the situation we are in. So I agree with Chancellor Merkel, who recently said we have to take the fate or our destiny in our own hands. Are we able to do that? Can we do that in Europe? Of course, we cannot do it without the United States. I fully agree with Kopchin that we should get the best out of it. But we, the Europeans, should do much more to take more responsibility for our own destiny. And I would point to three things we can do and we should do. Firstly, we should increase our defense investments. I know it's not a popular message. It's clearly not a popular message in an election year, but nevertheless, I would tell you this is indispensable. We harvested the peace dividend very quickly, and rightly so, after the end of the Cold War. However, the security situation has now changed, so we have to invest more. So that's the first point. Secondly, we also need much better energy security. And I mention it because I consider energy security an integrated part of our overall security. Europe is much too dependent on Russia and other monopoly suppliers of energy. We should do much more to improve our capability to develop sustainable energy and alternative energy sources in general. So that's the second. That's to use the EU energy union to its fullest to really increase our energy security. And then thirdly, security and economy are strongly interconnected. You cannot be safe if you are broke. So you have to really strengthen your economy. And to that end, certain countries in Europe should carry out profound reforms. In particular, they should carry out reforms of their labor market. It's understandable, for instance, that the French people do not understand why the unemployment rate in France is more than double of what it is here in Germany. And the reason is very clear. Germany carried out the necessary reforms in due time, while the French haven't done it. I hope the new President Macron will be able to make the French labor market much, much more flexible. That's needed. But it's needed not only in France, but also in other European countries. So that would be an efficient means to making the whole European economy much more competitive. And through economic strength, we would also be more secure. So these three points are possible to carry out, and they would make it possible for us to really take our destiny in our own hands. Thanks a lot, Franziska. Ich vermute mal, dass zumindest zwei dieser drei
politischen Vorschläge, die Anders Fogh Rasmussen jetzt gemacht hat, bei dir nicht auf Begeisterung stoßen. Die Grünen haben ja explizit in ihrem Wahlprogramm sich gegen diese 2% Gesslerhut ausgesprochen, also Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Und ich vermute auch, dass die Forderung nach einer Liberalisierung der Arbeitsmärkte nicht gerade bei den Grünen auf Begeisterung stößt. Was wären deine Antworten auf diese Frage? Was muss Europa tun, um als internationaler Stabilitätsanker und als Führungsmacht des Westens fungieren zu können? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Und ich widerstehe jetzt mal kurz der Versuchung, hier sofort auf die 2% zu machen antworten. Machen wir aber noch. Machen wir noch. Ich komme auch auf jeden Fall darauf zurück. Aber nochmal, weil du hast ja gesagt, drei Fragen: Wollen wir, können wir und wenn ja, was müssen wir noch erarbeiten? Und ich würde erstmal fragen, wer ist denn wir? Also wer ist Europa? Weil ich finde, wenn wir über den Westen sprechen, dann gibt es eigentlich zwei Länder, die über Jahrzehnte die Hardware des Westens produziert haben, Amerika und UK. Und beide haben nicht mal mehr die Software, ja? Let alone Hardware, für das, was den Westen mit ausmacht. War ermutigend, dass May mit ihrem Ansatz, ich mache einen Hard Brexit und hole mir damit noch eine größere Mehrheit, gescheitert ist. Aber trotzdem, eigentlich ist England in der inneren großen Krise und wird es auch noch, glaube ich, ein paar Jahre sein. Das heißt, die Frage, wer ist denn dann noch wir, auch selbst in Europa schon ohne UK, ist ja schon etwas schwieriger. Und dann die Frage, wollen wir, also wenn wir sagen, der Rest der EU, der dann noch da ist, dann würde ich immer sagen, es gibt große Teile innerhalb jeder einzelnen Gesellschaft, die eigentlich auch sowas wollen wie Trump oder zumindest keine liberale Ordnung mehr wollen. Und wenn wir das nicht anerkennen, dass wir das auch bei uns haben und es eben nicht nur jetzt die Amerikaner und die Briten und Boris Johnson und so sind, sondern wir bei uns diese Anteile auch haben, dann glaube ich, wird die Debatte auch irgendwie etwas seltsam. Das führt andererseits auch dazu, dass man in Amerika mit den Partnern weiterarbeitet, weil man eben auch sagt, dort gibt es ja auch die andere Seite auch. Vielleicht ist sie gerade nicht in der Mehrheit. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man dann eben ansetzen muss, zu sagen, was schaffen wir oder was müssen wir intern erstmal schaffen, dass bei uns jene, die wir noch für eine liberale Weltordnung sind, in der Mehrheit bleiben oder wieder in die Mehrheit kommen. Ich spreche von Ungarn, Polen, wo ich sagen würde, haben wir sie gerade nicht in der Mehrheit. So, was ist denn unsere Aufgabe, es dort erstmal wieder hinzubekommen, wenn wir der Garant der liberalen Weltordnung sein wollen, vielleicht auch müssen, weil es gerade andersorts Ausfälle gibt. Und ich glaube auch, dass es viel mit der ökonomischen Frage zusammenhängt, dass wir die Menschen weiter auch für die Demokratie und Europa begeistern. Ich würde aber glauben, dass es jetzt nicht nur eine Frage der Liberalisierung der Arbeitsmärkte ist, sondern etwas komplexer, wenn ich mir das erlauben darf zu sagen, dass wir nämlich eben das Problem haben, dass Deutschland wahrgenommen wird, ob jetzt zu Recht oder nicht, als ein Land, was auf Kosten der anderen lebt. Und ich glaube, da haben wir jetzt wirklich eigentlich mit Macron eine Chance voranzugehen. Und deswegen glaube ich, können wir Europa stärken, weil wir eigentlich die große Möglichkeit haben mit Macron, man wird andere mitnehmen können, die Eurozone zu vertiefen und zu demokratisieren. Und das sind die Aufgaben, die anstehen. Das ist, glaube ich, Voraussetzung überhaupt, um über Weltmacht, Ordnungsmacht Europa denken zu können, ist, dass die Eurozone stabiler wird und wirtschaftlich und sozial stärker wird. Ich glaube, ohne das ist das andere ad abstractum. Und das hat für Deutschland viel zu bedeuten. Wir müssen über unseren Schatten springen. Wir müssen uns anders aufstellen. Das wäre der eine Punkt, Eurozone vertiefen, reformieren. Mit Blick auf die Menschenrechtslage, finde ich, bräuchten wir eine wesentlich stärkere selber wieder Selbstbehauptung der Menschenrechte und der demokratischen Prinzipien innerhalb der EU. Und wenn es nach außen geht, bin ich davon überzeugt, und jetzt komme ich zu den 2%, dass wenn wir über Europa sprechen, die 2% nationalen Ziel absolut keinen Sinn macht. Also warum denn national 2%? Wenn wir Europa voranbringen wollen, dann ist der Rahmen ja schon wieder falsch. Von daher finde ich es auch richtig zu sagen, diese 2% national machen per se schon mal
wenig Sinn, wenn wir über eine europäische Zukunft denken, sondern müssen wir uns fragen, was wollen wir als Europäer an Fähigkeiten haben, wie können wir die gemeinsam her, sozusagen in welchen Rahmen, in welchem politischen Rahmen dann auch aufbauen. Da ja, sage ich nur Stichwort Parlament, Kontrolle, aber das sind sozusagen eigentlich eher die Fragen und ich finde es falsch, wenn wir uns von Trump die 2% nationale Debatte aufzwingen lassen, sondern wir sollten lieber darüber reden, was brauchen wir als Europäer und das eben auch nicht nur militärisch definieren, sondern genauso im zivilen Bereich, was brauchen wir auf dem Balkan? Ja, das sind doch eigentlich für unsere europäische Sicherheit sind das doch gerade die Fragen. Der Balkan zerfleddert gerade und geht in eine falsche Richtung. Darüber müssen wir Europäer gerade nicht, darüber müssen wir diskutieren. Das ist meine Meinung nach, wenn wir über unsere Sicherheit reden wollen. François. Yeah, I first of all, I'm glad, Mrs. Brandt, that you mentioned the Balkans at the very end, and I'll say a few words about that as well. Just a prefatory remark. International relations are a difficult field. Science is only part of it. Much of it is events-driven. But this is even more the case for domestic political change. And we must be very, very humble when we think about our ability to forecast domestic political change. If we had been sitting here exactly a year ago, and I would have asked you, do you think Brexit will win? I think most of us would have said, probably not. Then I would have asked, do you think Mr. Trump will win? No, impossible, unmöglich. And then also, Macron will win. You would have said no. And impossible. Then I would have asked, no, no, no. People would not have said no. They would have said who? Is Macron. In Germany, I don't think many people outside of the finance ministry had heard of Emmanuel Macron a year ago, June 14th, 2016. How many people had heard of Macron? Not very many. So this is actually a sort of warning remark, because we've had extraordinary changes for the bad and for the good, and it is likely that there will be further changes, but we don't know what they're going to be. On the basic question that was asked, at one stage in his speech, Charlie Kupchan mentioned the word portfolio. You're going to have to think about your security portfolio. Well, in a world dominated, in the US, where Trump is the president and the commander-in-chief, and we have to assume that that will be the case until the end, at least, of his current term, in a world of Brexit, well, naturally, we have to change the way we operate. Not because we want to please Donald Trump, but because these earth-shaking or European-shaking events obviously change the manner in which we have to think. How are we going to compose our security portfolio? Knowing that the NATO and US component are in the state which Charles so ably described. So a suggestion was made earlier on. Go to China, one belt, one road, etc. This is true, by the way. Who are we going to talk to about the future of global trade? Well, with China, notably. Who are we going to talk to about greenhouse gas and the Paris agreements? It will be China, first and foremost. So in our portfolio, China is going to become more important. But that has, of course, some collateral effects. And that means that we will not always be there when the Americans and their Asian allies would want to secure political or economic support from the European Union vis-à-vis China. We will pay more attention to China than we did in the past. That will be a collateral effect. This is called Machtpolitik, by the way. It's back to the old world. In the portfolio, well,
Donald Trump suggested during the campaign that in a transactional alliance system, countries like Korea and Japan could either pay more for the United States to ensure their security, or they could go nuclear. So more nuclear, military nuclear in the portfolio. Well, as a Frenchman, I would not have a principled objection to that, but I suspect that most others in Europe actually would. So I would not expect that one to be an important component of the portfolio, even if I approve of the initiatives taken within NATO by your successor, Stoltenberg, to revisit the nuclear component of NATO doctrine and organization. Third element of the portfolio, go to Russia. Well, some do try. Orban certainly does. Our Czech friends in the political sphere, domestic political sphere, a number of French and German politicians would obviously want to do that. But still, it's not a very appealing proposition. What can Russia give us, which would be important for us? Actually, not terribly much. There's a lot which Russia could avoid doing, like annexing regions which do not belong to it. But there is very little that Russia can actually bring to the table. And I mean that. I mean, Russia has the GDP of Spain. That does not mean it does not have immense nuisance value, but it has relatively weak positive value. So that element of the portfolio will presumably not develop very widely, except possibly in the Balkans. The European Union and or the international community continues to have reserved rights in Bosnia-Herzegovina and in Kosovo. And yet these places and other parts of the Balkans are witnessing inroads from radical Islam, inroads from Russian influence, and I do not see us doing everything that we could do in this respect. And this is rather strange, because this is actually within the abilities of the European Union, and it is also something to which there is no great resistance by the leading countries of the European Union. Angela Merkel, certainly, with the Berlin process, has tried to play a significant role. The French support that, and the new government is going to be similar to the previous one in that respect. But when I look at how things are in Pristina, or in Sarajevo, or in Macedonia, I am not encouraged. We have to do more. So that part of the portfolio is going to have to develop. That, incidentally, is going to cost money, both military and civilian. And then, of course, development of the portfolio in terms of the European hedge. Now, things have been happening. This is quite interesting. With little public debate, not that things are being hidden, but simply apparently this does not interest the media or the social web terribly much. But yes, decisions have been made over the last weeks in terms of creating the European Defense Research Fund. Decisions have been made in terms of creating the European Defense Fund with a view to spending several billion euro a year in terms of improving the rationalization of our defense capacities and in terms of rationalizing our defense industrial base. This is important, and this, I suspect, will develop further as the future German government and the new French government will get together after your elections. But I already mentioned billions of euro. This will cost money. Not because Mr. Trump asks it, but because Mr. Trump exists, which is not the same thing. We have to manage a world in which we have Trump. And that world is one in which we're going to have to spend more money for defense. We're going to have to spend more money for overseas development assistance. For example, will France and Germany meet the 0.7% of GDP target
for overseas development assistance. You are on the good track, the French not yet, but this is something where the European Union as a whole could adopt an objective alongside the defense objective. So this is the new portfolio. Can we compose it along the lines I suggested? I think we can. Will the French and the Germans be a driving force in this respect? Chances are that they will. The alignment of the planets between Paris and Berlin is better than it has been in a very, very long time. You're going to see change in France, positive change, quick change, by the way, surprisingly quick, nearly as quick as the one you did in the days when you used to do reforms in Germany, 15 years ago. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne die Diskussion ein bisschen runterbrechen auf die verschiedenen Themen, die jetzt aufgeworfen worden sind durch diese Eingangsstatements. Also sie nicht alle gleichzeitig diskutieren, sondern mal versuchen, einige von ihnen so abzuarbeiten, dass wir am Ende klarer haben, wo es Konsens und wo es Dissens gibt. Fangen wir mal an mit der Frage nach Hard Security und Defense Spending. Wurde ja sowohl von Anders Fogh Rasmussen wie von François Heisburg argumentiert, die Europäer müssen mehr tun, das heißt mehr Geld ausgeben für Rüstung und sagen Militär. Ich würde gerne noch mal von Ihnen beiden wissen, wofür genau? Also was sind die Herausforderungen und was sind die Fähigkeiten, auf die Europa mit verstärkten Verteidigungsanstrengungen antworten muss? Ja? Die Prämisse ist klar, die müssen wir nicht mehr diskutieren. Die hat Charles Kupchan auch noch mal hinreichend referiert, dieses alte Spiel, Europa als Friedensmacht und im Zweifel verlässt man sich auf die Hardpower der USA, wird so nicht mehr funktionieren. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Aber ja, jenseits dieser noch sehr allgemeinen Begründung, wo sehen Sie die Notwendigkeit, europäische Verteidigung zu stärken? Und dann Franziska. Will you start? There's a long list of things we could do. Firstly, the Balkans were mentioned. And while, of course, it would take some development assistance or economic assistance, we cannot do more in the Balkans unless we also spend more on our military. So here you need to invest more in the military. When it comes to more concrete capabilities, we need a more flexible military where we can deploy rapidly, for instance, to the east if some of our eastern allies would be threatened. And we do know how expensive it is to keep our military capabilities at a 24/7 alert. That would also cost money. Secondly, we need better transport capacity. Actually, in Europe, we do have more troops than they do in the United States, but we cannot move them. So whenever we need to move our troops, we have to request assistance from the Americans. So a more independent European defense would require more investment in transport capacity. And finally, I could also mention, and we learned it the hard way when we operated in Libya. In Europe, we need better capacity within what we call intelligence, surveillance, reconnaissance. That could, for instance, be drones or other capabilities. So all that will require increased investment in defense. That is indispensable. Finally, let me also mention counterterrorism. I think NATO should engage much more
in counterterrorism abroad. For instance, NATO could deploy a training mission to Iraq, in the first instance to Iraq, to help the Iraqi security forces increase their capability to fight Islamic State and other terrorists. That could, at a certain stage, be followed by a similar training mission in Libya. And we could finance it by the establishment of a fund equivalent to around $1 billion. And it could be underpinned by a counterterrorism command within NATO. That will also cost money. So in all areas where we are challenged today, we will need more defense investments. So, of course, if the European Union, on top of all this, is also going to establish this European Defense Fund, which is part of the new commission paper, then you will have, there will be no absorption problems for increased German defense investments. And in short, if we really want to defend the liberal world order, then we also have to invest in the necessary capability to do so. François, what is the threat perception then beyond these specific, I would say, more technical capacities, and as Fogh Rasmussen had been talking about? What is the threat perception to answer with more military spending? Let me try to approach what Fogh was saying in a, from a different angle, and that's from the European Defense Fund angle. The Europeans, the EU27, that is without the Brits, we spend three times less than the US on defense, which doesn't bother me in the absolute. But we have on average three times more types of weapon system per category than the US. So in effect, we are wasting an enormous amount of money. We spend today on defense equipment between 35 and 40 billion euro a year. Not a shocking number, but it's still, it's a large number. The European Defense Fund, which would be, I would expect in a few years, of about 5 billion euro a year, would provide the leverage necessary to lead countries to order the same weapon systems for the same missions. And there you would get a much bigger bang for your euro than you do today. And this is independently of the threat situation. Now, the threat situation, since you asked, look at the Middle East. Look at what has been going on over the last few days. Turkey, Iran supporting Qatar. The United States giving a blank check to Saudi Arabia to beat up on Qatar. If this looks like Europe in 1914, you're absolutely right. With Trump in the role of Wilhelm II, that's a story which I wrote a few months ago. I wrote a last paragraph, which you will find in the dossier, about a Middle Eastern scenario. That was 3 months ago. And the Middle Eastern scenario, which I described, is the one which is currently unfolding. So I'm not a pessimist. I'm simply a person who lives in the world in which we live. The Middle East is in a 30 years war, to use another historical metaphor. You thought that you had problems absorbing 1 million migrants in 2015. Expect to have to handle, when I say you, I should say we the Europeans, are going to have to handle many, many more from sub-Saharan Africa, from the Middle East. The consequences of conflict in those areas, which we will have to handle. And some of that will have to be dealt with also militarily. Who is saving the people in the Mediterranean today? Mostly military people. And they deserve our support. Not enough of them, I would add. Russia, GDP of Spain, maybe.
but Newsom's value very high. Revisionism very clear. Russia is not satisfied with the post-Cold War order. It says so. Mr. Lavrov is entirely clear about this. Speech after speech in Munich, year after year, you can do a real compendium of what Russia says about the world order and the European order. And none of it is good, and at the first opportunity, Russia will seize the opportunity. It did so with Crimea in 2014. I don't know what will happen in the Balkans or in Moldova or in the Caucasus. In those gray areas which are not covered by Article 5 of NATO, I would expect unpleasant surprises. The threat situation is not going to get any better, and the rise of China is something which Trumpian America is probably not very well equipped to deal with in the most peaceful possible manner. It takes calm governance, expert governance, professional governance to handle that kind of tricky relationship, just as tricky as that which Bismarck had to handle in trying to keep the peace in Europe in the 1880s before he got thrown out by Wilhelm II. Well, Trump is not Bismarck, believe me. Franziska. Ich weiß jetzt nicht, ob der Beifall nur dem letzten Satz gegolten hat. Franziska, was ist sagen deine Antwort auf diese Szenarien? Ja, das sind ja Szenarien einer Welt, die sehr anders aussieht als die Welt, die die Grünen sich so in den 90er und auch vielleicht noch in den 2000er ausgemalt haben. Ja, das ist eine Welt, die hier beschrieben wird, die ist extrem konfliktträchtig. Die ist gewaltgeladen und sie wird bestimmt von Mächten, die bereit sind, militärische Macht als Mittel der Politik einzusetzen. So, was ist unsere Antwort darauf? Ich würde gerne mit der Frage nochmal anfangen, oder es steht immer im Raum, mehr tun bedeutet mehr Geld ausgeben für Verteidigung, als wir momentan in Europa gemeinsam schon tun. Und François Hisbourg hat ja am Eingang seines Statements ganz klar erklärt, dass es nicht sozusagen um eine Frage, dass wir jetzt machen wir noch mehr of the same geht, dass wir damit überhaupt nicht vorankommen, auch nicht die Kapazitäten und Fähigkeiten bekommen, die hier gerade erwähnt wurden, weil Deutschland sich auch nicht alleine, selbst wenn wir noch viel Geld investieren, genügenden Transportkapazitäten wahrscheinlich wird leisten können. Von daher macht es in diesem Sinne über nationale 2% und jeder gibt mehr Geld, auch finde ich, wie gesagt, keinen Sinn nachzudenken, selbst wenn wir sagen, wir brauchen diese und diese Fähigkeiten, über die wir uns streiten können, sondern eher die Frage, wie kriegen wir sie gemeinsam identifiziert. Was gemeinsam sagen wir, brauchen wir an Transportfähigkeiten? Was sagen wir, brauchen wir an flexiblen Unterstützungssystemen, wenn wir zum Beispiel mehr EU-Missionen starten wollen? Und aus der Konsequenz daraus, was brauchen wir dann? So, finde ich, muss man denken. Und nicht einfach sagen, wir brauchen Platz 2%, jedes nationale Land und dann wird alles gut. Aber deswegen meinte ich sozusagen, diese Debatte ist die falsche. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auf Trump eine europäische Antwort finden. Aber ich finde, the terms of the debate shouldn't be, do we get the 2%, sondern was brauchen wir an Kapazitäten und wie erreichen wir die gemeinsam besser? Und ich bin sicher, dass wenn wir sie gemeinsam erreichen, wir nicht mehr Geld ausgeben müssen. Dafür gibt es ja zig Studien von der Bertelsmann Stiftung, von anderen, die durchgerechnet haben, wie viel Geld wir sinnvoller einsetzen könnten, wenn wir es gemeinsam machen. Das hat immer noch große Probleme danach im Sinne von, dass wir einen politischen Rahmen brauchen. Und da komme ich zu der politischen Debatte auch mit Frankreich. Mein Eindruck der letzten Jahre war, dass eigentlich Frankreich ganz gut fand, die Coalitions of the Willing. Ja? Also sozusagen eigentlich ein loser Verbund, a special relationship with the US de facto, das sie aufgebaut haben und auch immer noch haben. Und das auch nett fänden, wenn Deutschland jetzt mehr Geld investiert, auch in den europäischen und damit auch de facto in den französischen Rüstungssektor. Aber das ist nicht, wie ich mir das vorstelle. Sondern wenn, dann hat man das wirklich europäisiert. Und dann gibt es auch keine completely flexible coalitions of the willing. Und das ist die politische Frage. Welchen Souveränitätsverlust ist Frankreich auch bereit dafür aufzugeben, wenn wir sagen, wir investieren mehr? Und diese Debatte, die sehe ich noch nicht, dass wir die wirklich führen zwischen Deutschen und Franzosen. Ist das möglicherweise, Entschuldigung,
Na, ich finde das wirklich eine wichtige Frage, weil ich wollte ja nur eine Zwischenfrage stellen. Ja. Ob möglicherweise, sagen die Debatte jetzt auf diese Frage zuzuspitzen, eher eine Verhinderungsstrategie ist. Ja, also wenn du sagst, europäische Verteidigung nur im Rahmen der Vergemeinschaftung, sagen der Verteidigungspolitik, sagen gemeinsamer Entscheidungen aller 28 oder künftig 27, sagen im Grunde eine Souveränitätsverzicht in der Kernfrage von Sicherheitspolitik, ist das eine realistische Perspektive? Also ich finde, oder ist das eher eine, ja, die ins Nirvana führt? Ich sage nicht, dass es alle 28 sein müssen, aber es muss in dem Sinne vergemeinschaftet sein, dass man zum Beispiel dann auch eine gemeinsame parlamentarische Kontrolle hat, dass man gemeinsam politische Entscheidungen trifft, einen politischen Rahmen führt, der dann zum Beispiel auch in Libyen nicht dazu führt, dass Franzosen und Italiener Haftar de facto unterstützen, die Deutschen immer noch an der Nationalregierung in der angeblichen festkleben. Ja, das sind doch die Absurditäten, die wir heute haben. Wenn da jetzt jeder weiter aufrüstet, bringt das für Libyen gar nichts. Ja, dann haben wir da weitere Kämpfe und die Europäer kämpfen auf unterschiedlichen Seiten. Das heißt, diese Frage, sind wir bereit, diesen politischen de facto Souveränitätsverlust einzugehen, auf weil eben der Amerikaner es nicht mehr für uns tut oder nicht auf absehbare Zeit, die müssen wir uns doch stellen. Und diese Geldfrage immer in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, es geht nur darum, dass wir noch ein bisschen mehr Geld drauf tun, ich glaube, das wird die wirkliche, echte Frage für uns nicht klären. Und ich glaube, da müssen wir diskutieren. Und zu schauen, wie weit sind wir Deutsche dazu bereit zu gehen, zum Beispiel vom Bundestag Macht auch auf ein europäisches Parlament zu übertragen. Was sind die Franzosen bereit, auch an Flexibilität und an Entscheidungsmacht mit abzugeben? Ich sehe das nämlich noch nicht so wirklich weit. Und wenn das Ganze nur darauf hinausläuft, der Deutsche zahlt mehr und hat doch weniger, am Ende nicht so viel mit Einsprache, dann, glaube ich, kriegt man dafür in Deutschland keine Mehrheiten. Und jetzt zu den Punkten, die Sie jeweils nochmal inhaltlich genannt hatten. Beim Balkan ist es, glaube ich, wirklich nicht eine Frage, ob wir da nicht genügend Soldaten präsent haben. Das ist doch nicht heute das Problem im Balkan, dass wir da mehr militärisch uns engagieren müssen. Da sind enorme politische Probleme, da sind wirtschaftliche Probleme, Korruptionsprobleme. Man kann fast sagen, viele der Soldaten sind Teil des Korruptionsproblems. Also, aber wie viele der Zivilen genauso in unserer zivilen Mission. Wir sind nicht unbedingt die Akteure, die vor Ort gerade es voranbringen. Aber ja, so, ja, absolut, ja. So, das ist a rather problem, the numbers. Aber aber von daher glaube ich zum Beispiel im Balkan, auch wenn wir es nicht schaffen, morgen militärische Fähigkeiten aufzubauen, können wir mehr für den Balkan tun. Wenn wir jetzt über ISIS-Bekämpfung im Nahen Osten sprechen, ist das schon wieder eine andere Debatte. Wer hat welche Kapazitäten? Wer ist bereit, da reinzugehen und die Kämpfe zu führen? Bis jetzt sind es die Franzosen, die Briten etc., die reingehen und das machen. Das ist eine echte Debatte, wer macht man das gemeinsam oder nicht. Die Transportkapazitäten, da wird ja schon dran gearbeitet, Helikopter wird ja schon gemacht. Da, finde ich, kann man wirklich gemeinsam sagen, als Europäer brauchen wir XY und dann machen wir das auch gemeinsam. Da bin ich nicht diejenige, die sagt, das muss jeder weiterhin im Nationalstaat organisieren. So, von daher sind das, glaube ich, die Debatten, zu denen man kommt, wenn man sich erstmal gefragt hat, ob man bereit ist, das wirklich auch politisch eine gemeinsame Antwort dann auch zu finden. Weil ich sehe es, dass wir im Balkan das Problem haben. Wir haben zum Beispiel, hier wurde Libyen erwähnt. Libyen ist auch ein Desaster, weil über Jahre nach der Intervention Italiener, Franzosen, Briten an unterschiedlichen, jeder versucht hat, seine Waffen loszuwerden, anstatt gemeinsam was auszubilden. Das hat man, also ist eine traurige Geschichte eigentlich, ein Failure of the EU. Und das ist heute noch nicht unbedingt viel besser. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne nochmal drauf beharren, dass wir ein bisschen die Problemkreise voneinander versuchen zu trennen. Und nochmal den Punkt aufgreifen, der politisch ans, sagen, Eingemachte geht, wenn man über die Zukunft der Europäischen Union spricht. Charles Kupchin hat, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal ein Plädoyer gehalten, mutiger zu sein auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Europa. Und hat sozusagen die Analogie zur Entwicklung Amerikas von einem Staatenbund in einen Bundesstaat sein hergestellt. Ist das der politische Weg, den wir einschlagen sollten in den in nächsten Jahren, also mehr Europa in Richtung eines föderalen, sagen, Bundesstaat? Lass uns das mal an der Verteidigungsfrage diskutieren.
Was würde mehr europäische Verteidigung bedeuten, mehr europäische Verteidigungsfähigkeit und eine konzertierte Sicherheitspolitik im Hinblick auf die politische Form, die man dafür braucht? Was wäre sozusagen die Form der Entscheidungsprozesse, die dafür nötig sind? Anders. I think we need a stronger Europe in many areas. If we are to stop what has been called populism, then the European Union should much more effectively address people's concerns. And of course, one of the concerns is migration and refugees, the pressure from Africa. How can we handle that in the long run? On the one hand, Europe will need people in the coming years because we have an aging population and we will need a fresh influx, so to speak. But on the other hand, it should also be, we should be able to absorb who is coming. And if the Europeans don't trust our external border control, then they will introduce internal border controls, which is to the detriment of not only the internal market, but the European integration as such. So I would suggest that the European Union takes over full responsibility for our external border control. So whenever people arrive in Europe, they will be met by exactly the same rules, just like in the United States, actually. So that's one area where I think we need more Europe. We also need a strong Europe when it comes to the internal market, to trade policy, also European Union, etc. And then in other areas, we could, in my opinion, roll back the competences of the European Union to the national member states. Having said that, I still think we are not addressing the issue which is the main theme of this panel, namely how can Europe itself act as a force for order? And when it comes to defense, I think we have an excellent instrument to exercise both efficient use of resources and political control. And that excellent instrument is NATO. And I think it's completely unrealistic to think that the European Union can provide the necessary security, hard security, in the foreseeable future. So my suggestion would be NATO will remain the cornerstone of Euro-Atlantic security. And within NATO, we should strengthen the European pillar by more European investment in defense. In NATO, you have a standing command structure. You can easily conduct what we call smart defense. That is pooling of resources, common procurement, all that stuff that would make our use of resources much more efficient. And in the NATO Council, you have the political control mechanism. No action can be taken without the consent of all 29 allies, including Germany, who also accepted that we conducted the operation in Libya. So it's a bit unrealistic to think about a common European defense. I don't think we will experience a common European army, not in my lifetime, not in the lifetime of my children, maybe not even my grandchildren. So I think we should think pragmatically in more European defense investment within NATO. François.
The sovereignty issue is absolutely crucial, and you also mentioned it. When it comes to the European Defence Fund, my view is that the Defence Fund should be run in a supranational manner, that is, by the Commission. And if the money comes from member states directly, then it's a discussion between the member states and the Commission. If the money comes from the EU budget, then it's a discussion between the European Parliament and the Commission. But if we want this leverage to happen, where we standardize our forces, where we reduce the number of types of weapon systems, where we rationalize our defense industry, this cannot happen if it's a concert of nations. The EU method, the money method, for these defense industrial affairs is actually the one which, in my mind, looks to be the most promising. And I don't think that is off the table. Now, the question of national influence in all of this, you mentioned German influence. You get influence not by what you refuse to bring to the table. You get influence by putting stuff on the table. For example, I look at Germany today in Africa and to some extent in the Middle East. You have ramped up your intelligence efforts phenomenally, very positively. You have been sending troops to support the counter-terror and the stabilization operations in West Africa, enormously appreciated by the French and the other participant states. German, and of course, this also means that Germany will have necessarily a very large voice when it comes to working out in the European framework, as in terms of national initiatives, the best way to try to develop Western Africa and thereby provide a disincentive for the massive population movements which are currently ongoing. But if you don't put anything on the table, you're not going to have influence. And that, I think, is a lesson from what has been happening in the previous years. And it's beginning to change. Now, I was looking at the title, how can Europe itself act as a force for order? Well, if you're Putin, you would say, force for order? Well, I support Bashar al-Assad. He's a force for order. I supported Gaddafi. He was a force for order. Well, Sisi was not exactly under Putin's influence initially. Today, of course, so yeah. We are talking about the liberal world. Well, that is not what is written up there. I'm very sorry. We don't have to repeat it every time. No, you have to repeat. This is our mantra. You have to repeat it every time. You're absolutely right. But if I take something, of course, what Putin will deliberately ignore is that it is the dictators who are the cause of disorder. They are the factors of disorder. Supporting the dictators does not bring order. If you want to have an impression of what Libya would look like if Britain and France and others had not intervened, well, you simply look at Syria, where the dictator is still around. Only 500,000 people killed. Only 7.5 million people who have left their homes. 4 million having to go abroad and 1 million going to Germany. Now, if the Syria policy is a smart one, apply it to Libya. For sure. I have absolutely no compunction about the fact that we helped the revolutionaries in Libya overthrow Gaddafi. Did we mishandle the after operations side of things? Yes, we did, big time. There was certainly no willingness on the part of those countries which did not participate in the military operations to participate in the peace operations. There certainly was no great pressure from Germany or Sweden or others to have Europe go into Libya in the reconstruction phase. Those who did not want to overthrow Gaddafi quite logically did not want to deal with the consequences. You did not want to overthrow Gaddafi,
and you did not deal with the consequences. We wanted to overthrow Gaddafi. He was overthrown. We did not deal with the consequences. In that sense, we were all wrong. But to assume that we were a force of disorder by overthrowing Gaddafi would be going, that is not what you said, that would be going, well, I know you didn't say that, but that would be going one step too far. Real disorder is what you get in Syria when you keep the dictator. Franziska? Look, you have somebody sitting here who was advocating inside Germany for the Libya intervention, so, and many can prove of that. All that I've said is that if we're not able as Europeans jointly to take care of the aftermath, you know, then what does us help the military power we have? And I think that's the question we really have to ask ourselves. And what you see today in Libya is that the French were willing to go in, the Italians, but with different agendas and not with a really coordinated agenda. I don't say that the UN played a necessarily good role, but the question is, do we have afterwards the political joint will or do we not? And if we don't build this up, this is why I was talking about the political side, then, you know, I think the system must be the first step. And allow me to say, you made the differentiation between saying the defense budget, the extra fund that comes, if it's paid by member states, then it's just the member states and the commission. If it's paid from the EU budget, then the parliament. The EU budget is just money from EU member states. Sure, it's exactly the same. Yeah, but there must be the strings on it. That's exactly the point. I'm like, if you... EU money is always member states' money, and the question is, do you want to have it under democratic control from a parliament or you don't? And I think if you start doing joint procurements, you have to make sure that you have a control over it. And one on this point, in terms of, do we need to go towards Vereinigte Staaten von Europa? Ich bin davon keine Vertreterin. Ich habe ein anderes Modell im Kopf. Ich bin jemand, die sagt, wir müssen eher wegkommen von dieser Logik des immer Opt-out. Ja? Also momentan ist es so, the assumption ist, alle sind dabei und dann gehen manche raus. Die letzte Konsequenz des Opting-out ist der Brexit, dass man ganz rausgeht. Und ich glaube, wir müssen die Logik ändern hin zu einem Opt-in, dass man sagt, die Annahme ist erstmal, keiner macht mit. Und alle, die mitmachen, machen mit, kommen dazu. Von der Logik her umdrehen. Aber damit es nicht in kompletter Beliebigkeit endet, braucht man eine ganz solide gemeinsame Basis. Und diese gemeinsame Basis sind meiner Meinung nach die demokratischen Prinzipien und die Menschenrechte. Und die haben wir als Europäer definiert in unserer gemeinsamen Grundrechtecharta. Kennen vielleicht manche, ist ein wunderbares Dokument, sehr moderne Grundrechtecharta. Und ich glaube, die muss die Basis sein, auf der alle stehen. Die muss für alle gelten, jeden einzelnen Bürger und jede einzelne Bürgerin. Und wenn wir das als Fundament haben, können wir wesentlich flexibler darüber sein, wer mitmacht und wer nicht mitmacht. Von daher, Ralf, nicht mich vor, also sozusagen, ich glaube, wenn man in dem Verteidigungsbereich, kann man auch mit 12 vorangehen oder mit 15, wer immer bereit ist, mitzumachen. Meine Forderung ist nur, dass es dann auch eine wirkliche Vergemeinschaftung ist, unter denen mit einer gemeinsamen parlamentarischen Kontrolle. Und das heißt unter Aufgabe des Parlamentsvorbehalts des Bundestags? Ich bin jemand, der bereit ist zu sagen, es kann übergehen auf ein europäisches Parlament. Ich weiß, es in unserer Partei ist es strittig, aber für mich ist die logische Konsequenz, wenn man das macht, den Schritt macht, deswegen dann muss man es auch übergeben ans Europäische Parlament. Das wäre für mich die logische Konsequenz. Aber wenn es eine Coalition of the Willing ist, wieso soll dann das Europäische Parlament die Entscheidungen fallen? Das ist ja heute auch schon so. In Schengen sind nicht alle dabei und das Europäische Parlament ist immer die Vertretung. Und dann hat man Unterausschüsse, wo die einzelnen Mitglieder dabei sind. Das ist kein Problem, das zu organisieren. Also das ist kein Hinderungsgrund. Das wird heute in vielen, also zum Beispiel Scheidungspolitik, Familienrecht, machen 13 in Europa, das ganze Europäische Parlament entscheidet mit. Jeweils dann natürlich die Abgeordneten aus den Ländern. Aber das ist heute schon gelebte Praxis. Das wäre nicht der Hinderungsgrund, sondern ich glaube, es wird eher schwierig sein, die 12 zu finden, die mitmachen. Vielen Dank. Ich würde gerne jetzt noch kurz öffnen für, sagen, das Plenum für einige Fragen an das Podium. Sie hatten sich, haben wir ein Mikrofon? Kommt, glaube ich. Die Dame in der dritten Reihe, genau. Simone Lück-Hildebrand, Lehrerin. Ich bin ehrlich gesagt sehr erschrocken,
dass wenn wir über Europa diskutieren, dass wir nur über Verteidigung diskutieren und nur über diese 2%, die ständig hier im Raum herumfliegen. Ich denke, wenn wir Jugendliche erreichen wollen, wenn wir sie wieder zu Europa hinbringen wollen, dann können wir nicht nur über Verteidigung sprechen. Wir müssen über ganz andere Dinge sprechen. Wir müssen das, was gerade angeklungen ist, Familienpolitik, Sozialpolitik, was sind da die Punkte, wo überhaupt erstmal miteinander verhandelt werden sollte und könnte und müsste? Und wie kann man da die Bevölkerung mit einbeziehen? Das heißt also, die Frage, wenn sich Menschen von Europa abwenden, wenn Menschen sich zu populistischen Parteien hinwenden, dann ist doch das auch eine Frage, was ist da eigentlich bisher verloren gegangen? Und dass wir hier bei den Grünen die ganze Zeit eigentlich nur über Verteidigung diskutieren, nur über die mögliche Aggression von Russland und dass wir sozusagen in das Fahrwasser des alten Ost-West-Konflikts zurückgeraten, das macht mich also wirklich sehr betroffen. Vielen Dank. Gehen wir gleich darauf ein in der Runde. Wir sammeln ein bisschen. Ja. Es waren zwei Wortmeldungen hier, genau, jetzt. Salim Samai, I have a comment and question, short. My question is, who is ISIS in the Philippines, in Afghanistan, in Syria, in Morocco, in Algeria, Boko Haram in Nigeria? My comment is, Dr. Kapshan and for Mr. Hesburgh, Middle East threat and radical Islam are no threat to the West. It's the other way around. Who is threatening whom? If you go to the peoples of the Middle East, everybody will tell you, you are waging wars in our countries. We have to fight back. They will tell you, you are attacking us. We have to fight back. Thank you. Okay. Suli? Suli Özel. On Russia, I mean, I'm Soli Özel from Kadir Has University. The Russians tell us all the time what Lavrov says, and they constantly complain, and honestly, they don't really give you a sense of what it is that they want as a constructive project. But then, when we say these things about the Russians, we also are basically repeating what they're doing. That is, what is the proposal to Russia, if there is one, so that they can be part of that order making for Europe rather than constantly an obstructionist force? Or is that an impossible task? Mm-hmm. Bitte sehr. Ursula Hadlenz, Mitarbeit in dem Außenpolitik-Fachbereich der Grünen. Ich kann das voll unterstützen, was von Ihnen als Kritik gebracht wurde an der doch sehr verengten Diskussion, im Wesentlichen doch auch über Militärverteidigung, sicherlich ein Aspekt. Aber in der ersten Runde wurde ja doch viel stärker auch darüber gesprochen, wie kann man auch die grundlegende Probleme hinter dem Populismus, der Leute wie Trump an die Macht bringt, wie kann man diese Probleme lösen? Und ich war selber sehr erstaunt, wie deutlich in der Diskussion vor und nach der Wahl von Trump und dann auch vor der Wahl in Frankreich deutlich wurde, in die vielen Regionen der USA, Frankreichs und auch anderer Staaten ganze Bereiche sind, Distrikte, wo sich Leute abgehängt fühlen, wo sie wirklich keine Arbeitsplätze haben und wo es keine Perspektive gibt. Das ist eine Vermischung einerseits ökonomischer Aspekte und natürlich auch kultureller Aspekte. Und was wir doch brauchen, gerade für die EU, für Europa, ist eine gewisse Art von Utopie, eine Attraktivität. Man könnte auch sagen Softpower, wenn man den Begriff Macht einbeziehen möchte. Es ist die Attraktivität dieses Modells und da muss auch was für getan werden und da muss auch Geld reingesteckt werden und die Probleme müssen anerkannt werden, die eben sich gerade darauf beziehen, dass Leute, die früher zum Teil ja links gewählt haben, jetzt rechts wählen, das ist in vielen Staaten so und
Ich denke, dass darauf viel mehr Wert gelegt werden müsste. Ist angekommen. Kelly Schreier. Also wenn wir darüber sprechen, was die Bevölkerung der EU möchte und was sie erwartet von der EU, da steht im Moment Sicherheit und Verteidigung an erster Stelle. 73% der Menschen, das sind ja immer Eurobarometer, sagen, das ist unser wichtigstes Anliegen und wir erwarten von der EU, dass sie uns Sicherheit auch im Sinne von Verteidigung bietet. Also insofern ist das ein sehr wesentliches Thema. Und hinsichtlich der Frage, wird man da im Sinne von Gemeinsamkeit weiterkommen? Es hatte ja Franziska auch betont, man muss ja auch sehen, im nationalen Rahmen geschieht sehr viel Verschwendung. Also es gibt in der EU 29 verschiedene Kampfjets. So, wie viele davon fliegen können, weiß ich jetzt nicht. Aber das macht natürlich deutlich, da ist gar nichts Gemeinsames. Und nach den Schätzungen von der Kommission, wenn man in einigen Bereichen mehr zusammen machen würde und sozusagen Wettbewerb der Rüstungsfirmen zuließe, dann wird man damit schon jährlich 30 Milliarden Euro sparen. Das heißt, es ist auch ein relevantes Thema unter diesem Gesichtspunkt. Nur frage ich mich natürlich, sind die Mitgliedstaaten dazu bereit, auch ihre Rüstungsindustrien so heranzunehmen, dass Wettbewerb zugelassen wird? Denn diese 30 Milliarden sind ja, wenn man so will, extra Profit, der aus der Nichtkoordination entsteht. Das, was die Kommission jetzt in diesem Reflection-Papier vorgeschlagen hat, sind ja drei Wege. Das eine, das softeste wäre mehr Koordination, freiwilliger Basis. Wird das hinhauen? Naja, also Question Mark. So, oder eben mehr das als geteilte Aufgabe, teilweise national, teilweise gemeinschaftlich zu verstehen. Und Ralf, du hattest immer darauf abgehoben, eine dann gemeinsame Verteidigungspolitik mit einer gemeinsamen Armee. Ich glaube, das ist wirklich der schwerste Schritt und über den brauchen wir, glaube ich, hier überhaupt noch gar nicht reden, sondern es ist die Frage, wie kommt man von dieser Unsinnigkeit runter, dass Verteidigung im nationalen Rahmen noch definiert wird und keiner hat eigentlich die Fähigkeiten im Zweifelsfalle, dieses anzuwenden. Also wie kommt man auch unter dem Dach der NATO zu mehr European Security Policy? Vielen Dank. Ich würde vorschlagen, es waren jetzt so viel, dass wir unbedingt mal eine Zwischenrunde hier einlegen müssen, bevor wir weitermachen. Ich würde Sie bitten, greifen Sie sich einfach die ein, zwei Fragen raus, die Sie am meisten sagen, herausfordern, es muss jetzt nicht jeder auf alles antworten. Please. I think you're right. We should talk much more about education, social challenges, health, etc. However, if you ask people right now in Europe, what is your main concern? The two top issues are, firstly, migration, secondly, terrorism. So that's a fact. And it also is also a response to the question, why do we see populism? Yeah, because people don't think we have addressed these issues effectively. Now, I also work as foreign policy advisor to President Poroshenko of Ukraine. Ukraine is spending not just 2%, but 5% of GDP on defense. Why? Yes, because they want to speak about education, social problems, health, all that stuff. But to do that, they need to protect their country against the Russian aggression. So it is a fact that to make our societies more attractive, and I fully agree we should do that, we need soft power. We need to demonstrate the good example. That's why actually the West won the Cold War, not only because of military strength, but first and foremost because we have the most convincing model to deliver what people want, freedom and good life opportunities because of a market economy, etc., etc. But it's also a fact that to protect and promote
soft power, we need hard power. And hard power requires more investment. Together, the right mix of soft power and hard power makes smart power. And that's exactly what we should pursue, that is smart power. Now, we were also asked, how can we engage Russia in the protection and development of the liberal world order? Is it at all possible? I think it is possible. If you have a look at what President Putin said as newly elected president in 1999, year 2000, he indicated an interest in joining NATO as Russian member of NATO. Why not? But since then, he turned very negative towards the West. After the Rose Revolutions in Georgia and Ukraine in 2003 and 2004, he thought the Americans in general, CIA in particular, were behind these revolutions with the aim to get rid of him as well. So from 2005, he turned more negative towards the West, and he said that the biggest geopolitical catastrophe of the last century was the collapse of the Soviet Union. But basically, we could, I think, engage the Russians more constructively. But that would take, I would say, a very firm stance, very united stance, and determined deterrence from our side, because this language of power is the only language he understands and respects. I have to tell you, based on my experience with Mr. Putin, that is how it is. So to get him and the Russians more engaged, we need a more firm and more united Western stance. Finally, we were asked whether we could support the development of what I would call an internal defense market, free competition in the defense market in Europe. I'm all for it. I think that's what we should go for. I don't know if all EU member states would be in favor of that, but I think that would be the right way also to ensure that we get rid of the fragmented European defense industry to increase our competitiveness vis-a-vis the Americans. So I'm all for it. I think it should be part of all our efforts to strengthen the European defense. Ich fange da am Ende gerade an mit der Frage, brauchen wir denn, wenn wir über europäische Verteidigung sprechen, nicht einfach eine Liberalisierung des europäischen Verteidigungsmarktes im Sinne von, alles muss ausgeschrieben werden, so wie jedes Krankenhaus, was in Deutschland gebaut wird, ausgeschrieben wird europaweit. Genauso muss jeder Helikopter, der gebaut werden soll, ausgeschrieben werden. Das ist aber genau die Gemeinschaftsmethode, von der ich sprach. Das ist ja genau der gemeinsame Markt, den wir haben, wo wir eine Kommission haben, wo wir ein Parlament haben, wo wir einen Europäischen Gerichtshof haben, wo drauf geschaut wird. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit über plädiere. Wenn es wirklich im Ziel ist, gemeinsam voranzukommen und nicht einfach nur mehr von dem Gleichen, was schon wirklich heute nicht wirklich erfolgreich ist, ja, dann müssen wir uns auf diesen Weg trauen. Und da sehe ich eben nicht, dass die Franzosen sagen, jetzt machen wir mal unseren Rüstungsverteidigungsmarkt auf. Ich sehe das auch nicht für Deutschland. Ja, das sind doch die Debatten, die wir führen müssen. Und die finde ich die spannend. Sind wir bereit, ich in Baden-Württemberg zu sagen, ein Drittel meiner baden-württembergischen Rüstungsproduktion wird eingehen, ja, das durchzusetzen und zu sagen, so wird es sein. Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, ist klar, es wird dann weniger in jedem Land geben. Aber gemeinsam europäisch können wir damit besser vorankommen. Das sind doch die Fragen und nicht diese abstrakte 2%-Zahlen. Das ist eine echte Abgabe an nationaler Souveränität. Sind wir bereit, die zu geben? Wir haben danach nicht mehr jede Waffe aus deutscher Produktion. Und das ist die schwierige Frage. Und ich finde, die müssen wir uns stellen. Ich bin da dafür.
Ich finde eindeutig, dass es der Weg ist, den wir gehen müssen, aber das bedeutet, Souveränität de facto wirklich auch dann eben abzugeben, weil dann kann man nicht mehr komplett alleine unterwegs sein, sondern ist man gemeinsam unterwegs. Und dann gehört es eben auch kontrolliert. Weil was wir heute sehen im Rahmen der europäischen Missionen, seien sie zivil oder militärisch, ich möchte da nicht unterscheiden zwischen militärisch und der zivilen, ist, dass wir da Deutsche entweder Juristen haben oder Soldaten und französische Italiener. Und wenn Probleme auftreten, war es immer der andere. Ja? Und wir im Deutschen Bundestag, wenn wir dann nachfragen, also Frau Brandner, da war kein Deutscher mit dabei. Ja? Also das sind berechtigte Fragen, Sie sagen sie immer, ja. Also natürlich ist da Korruption vor Ort. Aber das hat mit unseren Leuten nichts zu tun. Das können wir Ihnen garantieren. Dann sage ich, wie denn? Ja? Wir haben keine gemeinsame Kontrolle. Und im italienischen Parlament wird Ihnen das Gleiche gesagt, im französischen. Und dadurch haben wir eine Lücke an demokratischer Kontrolle, die auf Dauer nicht akzeptabel ist und auch die Qualität dieser Mission nicht steigert. Und wenn wir über Rechtsstaatlichkeit sprechen, Liberal Order, Rechtsstaatlichkeit, und wir es nicht schaffen, dass unsere eigenen EU-Missionen rechtsstaatlich kontrolliert werden, wofür stehen wir denn dann? Ist es denn dann die Verteidigung der Liberal Order? Da bin ich wirklich deswegen dafür, dass wir diese Debatten führen. Da stehe ich auch gerne und verteidige da auch eine stärkere Integration. Und nochmal auf diese Frage zurückgehen, diskutieren wir hier überhaupt über das Falsche? How can Europe itself act as a force for order? Natürlich ist die erste Antwort sagen, if it remains a liberal order. Ja, sozusagen, wenn wir es nicht schaffen, intern sicherzustellen, dass wir nicht noch mehr Kaczynskis und Orbans bekommen, oder die, ja, sondern wenn bei uns andere Mehrheiten reinkommen, wenn in Frankreich Le Pen gewinnt beim nächsten Mal, dann sind wir keine Force for Liberal Order weltweit, sondern sind wir selber Teil des Problems. Von daher ist die erste Aufgabe, deswegen habe ich es ja vorhin auch gesagt, die allererste Aufgabe muss mal sein, dass wir selber intern schaffen, den Liberal Order zu behalten und uns zu bewahren. Nach innen und ich finde auch in der Politik nach außen, wir haben vorhin über Diktatoren gesprochen, die jetzt hofiert werden, ja, als Sisi auch dort klar zu machen, wo unsere Werte stehen. Und das hängt wesentlich stärker ab, ob wir es schaffen, die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien zu bekämpfen. Ja, Eurozone reformieren, habe ich vorhin gesagt. Aber das ist die Grundlage und da drauf werden aber diese Debatten wir uns trotzdem stellen müssen. Wie gehen wir mit der Verteidigung um? Von daher würde ich nicht sagen, wir können das eine machen und das andere dann weglassen, sondern wir müssen uns den Beinen stellen. Und ich glaube, dass wir natürlich jetzt eben mit Macron, es wurde ja schon erwähnt, eine Möglichkeit haben, erstmal die Grundlage wieder dafür zu legen, dass wir überhaupt unsere eigenen liberalen Ordnung in uns intern erhalten. Und wenn wir die nicht nützen in Deutschland, ja, was gerade ja passiert, dieser Streit zwischen Schäuble und Gabriel, der macht mich ja verrückt, dass wir da nicht weiterkommen. Ja, wenn wir das nicht raffen als Deutsche, dass da unsere Verantwortung gerade liegt, dann haben wir so viel Mitverantwortung dafür, dass the Liberal Order no force hat. Ja, das wäre, glaube ich, wirklich verantwortungslos. Yeah, there was the question about ISIS, about Daesh. Jihadi terrorism inflicts innumerable casualties and victims in Muslim countries, not only in Christian countries or against Christians. Boko Haram, you mentioned Boko Haram, practically all of its victims are Muslims. In the Philippines, similar situation. Iraq, Syria. Of course, they also have a particular predilection for killing Christians if they find any. But jihadism is an ideology. It's an ideology without borders, which attacks everybody and everything which does not conform to its own precepts. It has nothing to do with Western military intervention. Did France buy immunity by refusing to go to Iraq in 2003? Did Germany buy immunity by refusing to go to Iraq in 2003? Of course not. And Germany, it's well known, is a country which has had an incredibly imperialistic policy vis-à-vis the Middle Eastern countries, n'est-ce pas? No, so it clearly is something else. And that something else is that the jihadis hate everything and everybody who are not like them, and particularly those who pretend rightly to follow the creed of their ancestors, that is the Muslim creed. These are the first victims of the jihadis. On defense,
on the fence, a rationalization. You are absolutely right. And I will put it in even sharper terms. Everybody is in favor of rationalizing, for example, helicopter industry and procurement, as long as you don't touch the factory in Donaueschingen. Everybody is in favor of rationalizing the building of frigates and of promoting competition for the production of frigates. Somebody mentioned competition earlier on. I understand there's a big problem in Germany because there are people who want to have competition in the frigate procurement ongoing in Kiel. So, as you know, as long as it's broad generalities, everybody's in favor. But as soon as you get to Kiel or to Ottobrunn or to Donaueschingen, then the real fun begins. And it's exactly the same in every other country of the European Union. And the only way, new way, because we've tried practically everything in the book over the last 70 years. This is not a new issue. And some of the things have half worked. You know, armaments cooperation, there's been a lot. Pooling and sharing, there's been some. But of course, the limits of pooling we saw in the Libya case, for example, when we had trouble using German crude AWACS. So what was pooled was not readily available, and you don't pool stuff if it's not, if you don't have an assurance of access when you actually need it. So pooling and sharing has limits. The one thing we haven't tried is the joint investment fund under supranational control, new money, European level, to provide leverage to induce positively countries to rationalize their defense procurement and to rationalize their defense industry. And I say positively, not negatively. You are not going to get the electors' support if it starts off by closing down the factory next door. It is only going to work if you actually add resources. So it is not simply the threat situation which is driving the increase in defense spending. The 2% were born in 2014, and you know this better than anybody else, because of the new threat situation. It was not American pressure in terms of burden sharing. It was what happened that spring and that summer in Ukraine, which provoked it. But also, European defense is not going to happen if it starts off by being punitive. You actually have to inject new money into the system to make it publicly acceptable. Thanks a lot. Unfortunately, we have been running out of time. We must stop now because part of the panel has to leave and there are other obligations waiting. So I switched to German again. Ich möchte gerne zum Abschluss nur noch einen Satz sagen zu der Kritik, wir diskutieren über die falschen Themen. Da ist jetzt schon mehrfach ja darauf geantwortet worden, auch im Hinblick auf die Erwartungen der europäischen Bürgerinnen und Bürger an die Europäische Union. Ich könnte es mir ja leicht machen zu sagen, wir sind hier in einer außen- und sicherheitspolitischen Tagung. Ja, also wir machen ja ständig sozialpolitische Tagungen, wir machen klimapolitische Tagungen, wir machen zu allen möglichen gesellschaftspolitischen Themen, die hier mit am Rande verhandelt worden sind, debattieren wir. Und hier haben wir uns entschieden, nun klassische und neue Fragen, beides von Außensicherheitspolitik, ins Zentrum zu stellen. Aber ich will mich gar nicht darauf zurückziehen, es wäre ja nur eine formale Antwort. Wir stimmen absolut überein, und Charles Kupchan hat das ja auf eine sehr prononcierte Weise formuliert, dass er sagte, das Hauptproblem des Westens als Gemeinschaft der liberalen Demokratien ist nicht die äußere Bedrohung, ist nicht die äußere Herausforderung durch autoritäre Mächte. Das Hauptproblem liegt im Innern, in dem Verlust an Anziehungskraft, an Glaubwürdigkeit der Demokratie, in dem Verlust an Konsens
über die grundlegenden sagen, Prinzipien und Werte, die unsere Gesellschaften zusammenhalten. Und natürlich ist es richtig, darauf alle Leidenschaft zu legen, wie können wir den Gesellschaftsvertrag erneuern, wie können wir wieder mehr Zustimmung für liberale Demokratie erzeugen, wie können wir ein inklusiveres Gesellschaftsmodell sagen, verwirklichen, dass Menschen Sicherheit im Wandel gibt und ein Gefühl von Zugehörigkeit. So, alles richtig. Aber auch wenn wir das tun, können wir diese anderen Fragen nicht ignorieren. Das ist der Punkt. Können wir diese anderen Fragen nicht ignorieren? Und es ist eben ein Fehler, sie dann sagen, denen zu überlassen, die sie auf eine sehr traditionelle und sehr konservative Weise beantworten. Und ich glaube, dass wir uns qualifizieren müssen für diese Debatte, wenn wir nicht nur den oppositionellen Rand in unseren Gesellschaften bilden wollen, sondern wenn wir den Anspruch haben, dass wir eine politische Alternative sein wollen, die in der Lage ist, auch um politische Mehrheiten zu kämpfen. Und dann muss man sich mit diesen unbequemen und harten Fragen auseinandersetzen und muss versuchen, dafür eigene Antworten zu finden. Und das ist der Versuch dieser Konferenz. Vielen Dank.